Diesmal zieht es uns in die Hamburger Speicherstadt. Ein Spiel von Stefan Feld, erschienen bei Eggert Spiele. Die Spieler leiten ein typisches Handelshaus in der berühmten Speicherstadt. Der Spielplan ist unterteilt in die grünen Gebäude und blauen Wasserfelder. Vor dem Spielbeginn erhält jeder Spieler 5 Münzen Startkapital, eine Markthallenkarte sowie 4 Arbeiter in seiner Spielerfarbe. Ein Arbeiter wird davon als Zählstein für die Punkteleiste benötigt. Die Handelskarten werden nach ihren Rückseiten sortiert und dann jeweils gemischt. Sie symbolisieren die 4 Jahreszeiten. Anschließend werden sie zu einem Zugstapel zusammengelegt, wobei die Winterkarten oben und die Herbstkarten unten liegen. Als letzte Karte wird der 4. Brand unter den Stapel geschoben. Das Spiel verläuft über mehrere Runden. Eine Runde besteht aus 5 Phasen. Die erste Phase ist die Angebotsphase. Die obersten Handelskarten werden offen auf die Wasserfelder gelegt. Dabei werden so viele Felder mit Karten aufgefüllt, wie Spieler teilnehmen plus 1. Bei 3 Spielern also 4 Karten, bei 4 Spielern 5 Karten und so weiter. Der Startspieler eröffnet die zweite Phase, die Phase der Nachfrage. Dazu stellt er eine seiner 3 Arbeiterfiguren auf das unterste Gebäudefeld über eine der ausliegenden Karten. Ich wähle zum Beispiel die Auftragskarte. Dann folgen die anderen Spieler im Uhrzeigersinn. Der orangefarbene Spieler stellt seinen Arbeiter zum Feuerwehrmann. Der weiße Spieler zum Lager. Der lilafarbene Spieler schließt sich mir an. Er stellt seinen Arbeiter ebenfalls zum Auftrag auf das nächste freie Feld der Gebäudeleiste. Anschließend folgt ein neuer Durchgang. Meinen zweiten Arbeiter stelle ich wieder zum Auftrag, um meine Chancen zu erhöhen, diesen an Land zu ziehen. Der orangefarbene Spieler beginnt eine neue Reihe beim Kontor. Der weiße Spieler schließt sich an. Der lilafarbene Spieler stellt seinen Arbeiter ebenfalls in diese Reihe. Dann folgt die dritte Runde. Auch ich stelle nun einen Arbeiter zum Kontor. Der orangefarbene Spieler eröffnet noch einmal eine neue Reihe. Der weiße Spieler schließt sich an. Diese Phase wird beendet vom lilanen Spieler. Er setzt seinen letzten Arbeiter zum Lager. Dann folgt Phase 3, die Kaufphase. Alle ausgelegten Karten werden nun nacheinander von links nach rechts zum Kauf angeboten. Der Spieler, der einen seiner Arbeiter als erster in die entsprechende Reihe gesetzt hat, darf auch als erster die Karte kaufen. Diese kostet genau so viel, wie sich Arbeiter in dieser Reihe befinden. Der Kontor kostet hier also 4 Münzen. Der orangefarbene Spieler darf diese Karte nun als erster kaufen. Er lehnt den Kauf für 4 Münzen jedoch ab und stellt seinen Arbeiter zurück in seinen Vorrat. Nun darf der weiße Spieler einen Kauf tätigen. Er kann die Karte für nur noch 3 Münzen kaufen, denn nun stehen nur noch 3 Arbeiter in dieser Reihe. Doch auch der weiße Spieler lehnt ab. Der lilafarbene Spieler ist der nächste. Er kann den Kontor für nur noch 2 Geldeinheiten kaufen. Dies tut er auch. Er bezahlt 2 Münzen und nimmt dafür die Karte zu sich. Die Arbeiter werden zum Schluss noch aus dieser Gebäudereihe entfernt. Dann folgen die weiteren Karten nach dem gleichen Prinzip. Werfen wir nun einen Blick auf die einzelnen Karten. Ein Schiff wird, wenn es ausgelegt wird, direkt mit 3 zufällig aus dem Stoffbeutel gezogenen Waren beladen. Kauft ein Spieler das Schiff, muss er es in der 4. Phase des Spiels entladen. Dazu gleich mehr. Die Auftragskarten zeigen verschiedene Waren. Können diese während des Spiels komplett nach Vorgabe gesammelt werden, erhält der Spieler am Ende die aufgedruckte Punktezahl. Das Lager ermöglicht es, bis zu 4 Waren aufzubewahren, um sie erst später zu verwenden.
Die Kaufleutekarten, Gewürzhändler, Kaffeeröster, Teeverkoster, Vulkaniseur und Teppichhändler beziehen sich auf die fünf im Spiel vorkommenden Waren. Ein Händler tauscht einen Warenstein in Bares um. Gebe ich beispielsweise dem Teppichhändler einen Teppich, erhalte ich dafür eine Münze. Die Feuerwehrmänner haben Werte von 1 bis 5. Der Spieler, der bei einem Brand den höchsten Gesamtwert an Feuerwehrmännern vor sich liegen hat, erhält den Wert der Brandkarte als Bonus. Wer den niedrigsten Wert besitzt, erhält den Wert als Minuspunkte. Ein Brand bricht immer dann aus, wenn ein Spieler eine Brandkarte vom Stapel aufdeckt. Das Spiel wird an dieser Stelle sofort unterbrochen. Darüber hinaus gibt es weitere Karten, wie den Kontor oder die Kirchen, die Punkte oder Geld einbringen. Wir springen zur nächsten Phase, Phase 4. Diese Phase kommt erstmals im Frühling vor, nämlich dann, wenn ein Spieler ein Schiff gekauft hat und dieses nun entladen muss. Die Warensteine müssen dazu vom Schiff entfernt werden. Der Spieler kann nun passende Warensteine auf eine eigene Auftragskarte legen. In diesem Fall können Kautschuk und Safran bedient werden. Der Kaffee muss in einer der späteren Runden eingesammelt werden. Nun bleibt jedoch der grüne Warenstein übrig. Den Tee kann der Spieler, wenn er die passende Karte besitzt, an den Teeverkoster verkaufen. Dafür erhält er dann eine Münze aus dem Vorrat. Er kann jedoch den Tee auch, wenn er die entsprechende Karte gekauft hat, auf das Lager legen und sich so diesen Stein für eine spätere Runde aufheben. Die gleiche Funktion erfüllt auch die Markthallenkarte, die jeder Spieler besitzt. Mit ihr können darüber hinaus Waren im Verhältnis 3:1 umgetauscht oder zwei Warensteine für eine Münze verkauft werden. Achtung! Alle Warensteine, die nach dieser Phase nicht untergebracht werden konnten, verfallen. In der fünften und letzten Phase, der Einkommensphase, erhält jeder Spieler eine Münze. Wer keine Handelskarte gekauft hat oder die Bankkarte besitzt, erhält eine weitere Münze. Weitere Runden folgen nach dem gleichen Prinzip, so lange, bis in der Angebotsphase nur noch die letzte Brandkarte auf dem Zugstapel liegt. Nach der letzten Runde zählt nun noch jeder Spieler sämtliche Punkte seiner gekauften Handelskarten. Wer dann auf der Punkteleiste am weitesten vorn steht, ist der Gewinner. Den Testbericht zum Spiel und viele weitere Videos wie immer auf unserer Internetseite www.spielkult.de.